Die Welt scheint zu verdämmern. Doch ich erzähle, wie am Anfang, in meinem Singsang, der mich aufrechterhält, durch die Erzählung verschont von den Wirren der Jetztzeit und geschont für die Zukunft. Aus ist es mit dem Weitausholen wie früher, vor und zurück durch die Jahrhunderte. Kann nur noch von einem Tag zum anderen denken. Meine Helden sind nicht mehr die Krieger und Könige, sondern die Dinge des Friedens, eins so gut wie das andere. Die trocknenden Zwiebeln so gut wie der Holzstamm, der durch den Morast führt. Aber noch niemanden ist es gelungen, ein Epos des Friedens anzustimmen. Was ist denn an Frieden, dass er nicht auf die Dauer begeistert und dass sich von ihm kaum erzählen lässt? Soll ich jetzt aufgeben? Wenn ich aufgebe, dann wird die Menschheit ihren Erzähler verlieren. Und hat die Menschheit einmal ihren Erzähler verloren, so hat sie auch ihre Kindschaft verloren.